Hi! In dem Video geht es um explizites Lernen und implizites Lernen. Ich sage es nochmal eindeutig, nicht um explizites Wissen und implizites Wissen. Dazu gibt es ein anderes Video. Explizites Lernen und implizites Lernen beschreiben letztendlich jeweils Vorgänge. Das heißt, Lernen ist ein Vorgang. Wissen ist ein Status, den man erworben hat. Explizites Lernen beschreibt also einen Prozess, indem man Wissen erwirbt. Und zwar, explizites Lernen ist dann, wenn das Wissen, was später entsteht, potenziell verbalisierbar ist. Implizites Lernen ist dann, wenn das Gegenteil der Fall ist. Potenziell nicht verbalisierbar. So. Das sieht erstmal vielleicht so aus wie explizites Wissen und implizites Wissen, ist es aber nicht. Explizites Lernen ist dann, wenn man es potenziell, das Wissen, was man später erwirbt, verbalisieren kann. Das bedeutet, wenn mir jemand erklärt, wie ich eine Maschine bediene, kann ich 5 Sekunden danach wahrscheinlich doch ganz genau verbalisieren, wie das letztendlich funktioniert. Explizites Lernen. Ein paar Minuten später weiß ich vielleicht noch, wie die Maschine funktioniert, aber erklären könnte ich es nicht mehr. Die Begriffe fehlen mir, aber wie es funktioniert, weiß ich. Das heißt, das ist explizites Lernen, was zu implizitem Wissen letztendlich geführt hätte. Aber das Wissen war zunächst potenziell verbalisierbar. Implizites Lernen ist dann, wenn es potenziell nicht verbalisierbar ist. Das wäre zum Beispiel folgender Fall. Wir hätten ganz viele Memory-Karten. Einige Memory-Karten wären rot, einige wären blau und da sind noch Bildchen. Man hat die Aufgabe, sich die Bildchen zu merken und später werden einem die Memory-Karten nochmal vorgelegt, aber letztendlich fehlt, ob das Ganze rot oder blau war. Also der Hintergrund. Man hat also gar nicht damit gerechnet, welche Aufgabe letztendlich kommt. Man hat aber irgendwie das Gefühl, das zuordnen zu können trotzdem. Das Kärtchen war rot, das war blau. Man hat das nicht so ganz genau. Man kann das auch nicht irgendwie verbalisieren. Aber das wäre letztendlich ein Beispiel für implizites Lernen. Das kann man nicht genau verbalisieren, man hat nur so eine Vermutung. Auch noch ein gutes Beispiel für implizites Lernen wäre, wenn jemand meine Hand nehmen würde und würde mir zeigen, wie ich Tennis spiele. Dann würde letztendlich dabei bei mir im Kopf passieren, dass ich mir diese Bewegung merke, wie man Tennis spielt. Das kann ich nicht verbalisieren. Ich kann nicht sagen, du musst irgendwie deine Hand leicht anwinkeln, 32 Grad. Das klappt nicht. Ich habe implizit gelernt, das ist potenziell nicht verbalisierbar, was ich da mache. Aber wenn ich es oft genug mache und mir genau Gedanken mache, kann ich es vielleicht auch irgendwann verbalisieren und habe explizites Wissen erworben. Aber zunächst kann ich es potenziell nicht verbalisieren. Deswegen implizites Lernen. Explizites Lernen, also wenn ich es potenziell direkt nach der Lernphase verbalisieren kann. Und implizites Lernen, wenn ich es potenziell nach der Lernphase nicht verbalisieren kann. Was später aus dem Wissen wird, was da entstanden ist, das kann keiner sagen. So viel zu diesem Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.